beteiligt. Ich bin der Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Heidenheim. Wir sind hier in Heidenheim in der Grabenstraße. Dort kam es gegen 19 Uhr zu einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand in diesem Haus eine Wohnung im obersten Geschoss in Flammen. Primär wurde die Menschenrettung eingeleitet. Leider konnte eine Person nur noch tot geborgen werden. Im weiteren Verlauf wurden weitere Kräfte hinzugezogen. Im Moment sind wir noch bei Nachlöscharbeiten, die sich auch noch einige Zeit hinziehen werden.